Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mal wieder ein Endspiel dran und zwar ja, werden wir dieses Turmendspiel aus dem Grand Swiss 2021 anschauen, wo Alireza Firouzja mit Weiß gegen Evgeny Naye spielte. Und wir werden aus schwarzer Sicht schauen, weil es hier vor allem darum gehen soll, wie man Stellungen mit Bauern weniger verteidigt. Turmendspiele sind die absolut häufigsten Endspiele, die man bekommt, und natürlich bekommt man nicht immer direkt die theoretischen Stellungen mit irgendwie einem Bauern auf dem Brett und das war's, sondern häufig sieht das eben so aus, wie es jetzt auf dem Brett aussieht. Und ja, man kann natürlich nicht jede Stellung studiert haben und deshalb ist es wichtig, ein paar Prinzipien zu kennen. Und genau die wollen wir uns anschauen. Hier steht Schwarz tatsächlich vor der ersten wichtigen Entscheidung. Man hat einen Bauern weniger und die Frage ist jetzt, wie sollte man diese Stellung weiter behandeln? Vor allem, wo soll der Turm hin? Wie wirkt man dem Vormarsch des A-Bauern entgegen? Und kann man hier vielleicht irgendwie die Remischancen erhöhen? Zunächst einmal, was ist wichtig in solchen Stellungen? Grundsätzlich solltet ihr euch merken, je weniger Bauern auf dem Brett sind, desto besser. Das gilt tatsächlich nicht nur für Turmendspiele, sondern generell, wenn ihr irgendwie Material weniger habt, dann solltet ihr anstreben, Bauern zu tauschen. Denn wenn ihr euch einfach mal überlegt, zum Beispiel eine Stellung mit Turm gegen Läufer, das ist Remis. Natürlich muss man das erst noch halten, aber theoretisch ist das Remis. Wenn wir jetzt aber dem Turm noch drei Bauern dazugeben und dem Läufer noch drei Bauern dazugeben, dann sieht das häufig schon ganz anders aus. Und genau deshalb ist es wichtig, die Bauern zu reduzieren, wenn man Material weniger hat, denn das erhöht einfach das Remispotenzial. Und genau das ist hier auch der richtige Weg. Schwarz hat zwei Möglichkeiten, entweder man kann C3 spielen und anschließend Turm C5 oder sofort Turm C5 und dann C3. Das passierte in der Partie. Ich möchte aber noch kurz illustrieren, was passiert, wenn Schwarz sich denkt, man könnte es ja auch anders machen. Also sowas wie Turm E2 sieht ja zum Beispiel auch ganz logisch aus. Das greift den Bauern auf B2 an und stellt den Turm aktiv. Aber jetzt folgt einfach Turm B6. Und Weiß möchte einfach A5 A6 spielen. Okay, Schwarz kann das wahrscheinlich nicht erlauben. Also früher oder später muss man diesen Bauern irgendwie aufhalten. Und deshalb ist es logisch, sowas wie Turm E1 zu spielen und den Turm hinter den Bauern zu stellen. Aber nach A5, Turm A1, A6, können wir sehen, dass wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen, so hätten wir diese Stellung lieber mit den beiden Bauern auf dem Brett oder ohne. Also ich würde sofort ohne sagen, aber wir schauen noch ein paar Züge weiter, um das vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen. König G7 und jetzt König G3. Und hier ist der Punkt, der weiße König möchte einfach zum C-Bauern laufen. Wäre der C-Bauer nicht mehr da, könnte der weiße König den auch nicht abholen. Aber hier eben schon. Und ja, zum Beispiel nach Turm A2, mit der Idee, dass nach König F2 C3 kommt, wegen der Fesselung, kann Weiß einfach F4 spielen. Es weiß ja völlig egal, welchen Weg der König antritt, Hauptsache der König läuft zum C-Bauern. Und das ist ziemlich leicht gewonnen für Weiß. Schauen wir also zurück zur Ausgangsstellung. Schwarz fand hier den Zug Turm C5, ignorieren wir die Pfeile. Und nach Turm C5 folgte Turm B6, C3, schlägt, schlägt und A5. Okay, Schwarz kann hier sofort Turm A3 spielen. Er entschied sich erst König G7 zu spielen, denn natürlich muss auch der König irgendwie von der achten Reihe weg. Und nach A6 folgte Turm A3. Das wäre einfach Zugumstellung. Nach König G3 kommt der nächste interessante Moment. Auch hier ist es wieder wichtig zu verstehen, was ist eigentlich der weiße Plan? Weil ansonsten hat man mit Schwarz sehr schlechte Chancen in solchen Stellungen. Wenn man nicht versteht, was Weiß tun möchte, dann kann man das auch nicht verhindern. Und man selbst hat jetzt in dieser Situation aktuell natürlich auch quasi kein Gegenspiel. Dementsprechend muss man sich irgendwie darum kümmern, den gegnerischen Plänen entgegenzuwirken. Weiß möchte hier natürlich einfach mit dem König irgendwie vorlaufen und möglichst nach B7 kommen. Jetzt ist die Frage, wie kann man das verhindern? Kann man das verhindern? Oder können wir dem zumindest irgendwie entgegenwirken? Und hier hat man auch, ich denke, ein paar logische Züge. Man hat einmal Turm A4, das verhindert einfach König G4, das sieht logisch aus. Man hat Turm A2, das verhindert König G4 jetzt nicht 100%, aber zumindest würde man dann den G2-Bauern gewinnen, was an sich ja schon mal eine gute Sache zu sein scheint. Man hat aber auch die Züge H5 und F5. Und da muss man sich jetzt entscheiden. Tatsächlich ist der Zug H5 in Ordnung. Die Idee ist, dass man nach H4, F6 im Prinzip einfach stehen bleiben möchte. Und hier ist es wirklich nicht leicht für Weiß, irgendwelche Fortschritte zu erzielen. Vielleicht ist das sogar der einfachste Weg. Gucken wir noch kurz F5 an. Der funktioniert nämlich leider nicht. Nach F5,
hat Weiß die Idee, H4 zu spielen. Und der Unterschied zu eben ist, dass nach H6 jetzt H5 kommen kann. Und hier ist das Problem, da der Bau auf H6 steht und nicht auf F6, kann plötzlich der weiße Turm an den Königsflügel schwenken und Turm G6 kann in diversen Varianten ein Problem werden, weil dann zum Beispiel der H6 gedeckt werden muss. Und damit kann der König dann eben nicht mehr beliebig ziehen und vor allem kommt der schwarze König hier auch gar nicht nach vorne, weil der Turm die komplette sechste Reihe kontrolliert. Das wäre also nicht so gut. Und jetzt brauchen wir noch die beiden Turmzüge. Tatsächlich verliert hier zum Beispiel Turm A4. Wenn wir da ein bisschen logisch drüber nachdenken, dann ergibt das sogar eine ganze Menge Sinn, denn an sich verliert das einfach ein Tempo. Denn nach König F2 gibt es eigentlich auch keinen anderen logischen Zug als Turm A2. Denn hier ist es auch ganz wichtig zu verstehen, man kann nicht einfach abwarten. Also der weiße König läuft auch bis B3, wenn er muss, um den Turm von der vierten Reihe zu verjagen und eben erst danach nach B7. Das dauert alles, aber das stört Weiß nicht, denn Weiß hat die Zeit, es gibt kein Gegenspiel. Das heißt, man muss hier Turm A2 spielen und natürlich läuft hier der weiße König und jetzt Turm schlägt G2. Und im Prinzip könnte man eine ähnliche Stellung haben, wenn man sofort Turm A2 gespielt hätte. Nur der König stünde auf F5 und nicht auf E3 und hier steht er einfach ein bisschen besser. Und wenn man sich diese Stellung anschaut, dann kann man auch schon noch besser verstehen, warum das jetzt nicht so gut ist für Schwarz. Hier ist das Problem, dass der Turm auf der sechsten Reihe den schwarzen König abschneidet. Und auch hier gilt wieder, die einzige Idee für Schwarz Gegenspiel zu bekommen, ist es jetzt eigentlich einen G-Freibauern zu bilden, dann irgendwie den A-Bauern zu schlagen mit dem Turm, den Turm zu opfern und dann mit König und Bauer gegen Turm Remis zu halten. Und ja, das ist etwas, da muss man sich dann schon manchmal ein bisschen an theoretische Stellungen zurückerinnern, die man vielleicht kennen sollte, wenn man mal Turm gegen Bauer angeschaut hat. Und da sollte man wissen, wenn man nur noch König und Bauer gegen Turm auf dem Brett hat, dann verliert man diese Stellung, wenn der König auf der fünften Reihe oder natürlich weiter hinten abgeschnitten ist. Und genau das ist hier der Fall. Das heißt, wenn das Szenario eintritt, was ich gerade erklärt habe, dann ist der schwarze König einfach abgeschnitten und Weiß gewinnt. Um das mal zu illustrieren, also einfach um eine Beispielvariante zu zeigen. Turm A2, ja einfach um den Turm dahinter zu ziehen, damit der Bauer nicht weiterläuft. König C5 und H5. Also Schwarz wird jetzt einfach diesen Freibauern bilden und Weiß läuft nach B7. König C6 und F5. König B7 und G4. Und hier einfach alles rausschlagen. Schlägt, schlägt. A7, G3. Und A8 Dame. Schlägt, schlägt, G2. Und hier sehen wir, was das Problem ist. Der König steht einfach zu weit hinten und Weiß hat genug Zeit, Turm B1 und dann Turm G1 zu spielen und dann den Bauern zu nehmen. Genau deshalb verliert das. Natürlich ist das eine sehr, sehr lange Variante. Aber ja, manchmal muss man in solchen Endspielen so weit rechnen, gerade wenn es um irgendwelche Wettrennen geht. Das Gute an diesen Varianten ist, sie sind zwar lang, aber meistens muss man nicht ganz so weit so rechts und links schauen, sondern meistens ist es recht geradlinig. Schauen wir jetzt Turm A2 an. Ja, die Idee ist, dass nach König G4 jetzt Turm schlägt G2 kommt und da steht der König dann einfach nochmal ein bisschen schlechter, denn, um das kurz zu zeigen, also nach König G4, Turm schlägt G2, König F5, hat Schwarz auch den Zug Turm F2, was noch den F-Bauern mit Schach nehmen würde und das gewinnt einfach Zeit für Schwarz und das wäre ein großer Unterschied dazu, wenn der König auf D4 stünde, denn dann würde das Weiß gar nicht interessieren. Aber Weiß entschied sich in der Partie eben nicht, König G4 zu spielen, sondern stattdessen lieber F4 und diesen G5-Bauern abzutauschen und so den G2 aufzugeben. Auch das ist übrigens was, das könnt ihr euch merken, wenn ihr mal einen Bauern mehr habt in solchen Stellungen. Wenn der Gegner richtig spielt, dann muss man meistens irgendwie einen Bauern abgeben, um möglichst schnell zum eigenen Freibauern zu laufen. Und ja, genau das war ja hier der Fall. Also Schwarz hat eigentlich verhindert, dass der König an den Freibauern ranläuft. Aber Weiß hat eben die Möglichkeit, einen eigenen Bauern abzugeben, um mit dem König näher an den Freibauern zu kommen. Das ist normalerweise der einzige Gewinnversuch in solchen Stellungen. Und Weiß macht das hier auch weiter. König E5. Der König will nach B7 oder gegebenenfalls nach B8. Hier Turm A2 und König D6. Und hier ist jetzt auch wieder die Frage, was sollte Schwarz tun? Und hier ist ganz wichtig zu verstehen, Schwarz braucht Gegenspiel. Das ist ohnehin sehr wichtig in diesen Stellungen. Der Bauer ist schon sehr weit vorne und vor allem kommt jetzt auch noch der König zur Hilfe. Und jetzt ist wirklich der letzte Moment für Schwarz, wo man nach vorne spielen muss. Schwarz sollte F5 spielen. Vielleicht kurz,
König G6 wäre hier nicht so gut. Die Idee an sich ergibt schon Sinn. Also der König möchte den Bauern unterstützen und die wollen jetzt einfach gleichzeitig vorlaufen. Das Problem ist, das funktioniert konkret nicht so gut wegen König C7, König G5, König B7 und nach F5 A7 hat man das Problem, dass, naja, also sagen wir, der Bauer läuft weiter. Hier kommt sogar Turm A6. Das heißt, das geht nicht. Das heißt, Schwarz muss im Prinzip schon hier schlagen. Und jetzt nach F4 zum Beispiel hat Weiß den Zug Turm B3 und hier läuft der Bauer einfach erstmal nicht weiter und der König kann noch rankommen. Und das reicht zeitlich nicht. Deshalb sollte Schwarz sofort loslaufen. Das ist, muss man auch wieder ein bisschen rechnen, aber auch das ist wieder sehr geradlinig. Der weiße König läuft zum Bauern. Vielleicht kurz noch, was passiert, wenn der weiße König zum schwarzen Bauern läuft, dann bekommt Schwarz Zeit, hier Turm H2 zu spielen. Die Idee ist es, man möchte entweder den Bauern nach A7 zwingen, was dann Turm A2, Turm B7 erzwingt, aber jetzt kommt König G6 und der Zug König G6, der hilft Schwarz. Während der Zug A7, also ja, der hilft Weiß natürlich auch, aber am Ende wird jetzt wieder der König helfen müssen. Das heißt, Weiß hat hier eigentlich keine Zeit gewonnen. Und wenn der König auf F5 nimmt, dann folgt eben Turm H3. Huch, der Turm geht nicht nach B3, sondern nach A3 natürlich. Geht wieder hinter den Bauern, ist bereit, sich zu opfern und der H-Bauer wird laufen. Das heißt, auch hier wird Weiß viel zu langsam sein. Deshalb sollte man direkt weiterlaufen. Also Weiß sollte sich nicht mit diesem Gegenspiel aufhalten. Und nach König C7 läuft man einfach weiter. König B8 und weiter. A7 und weiter. Und jetzt droht eben auch Schwarz, sich eine Dame zu holen, deswegen muss Weiß das verhindern. Und hier hat man mehr als eine Möglichkeit, Remis zu machen. Und ich werde jetzt aber beide zeigen, weil natürlich ist das eine sehr spezielle Stellung und am Ende ist es wichtig, dass wir möglichst viele Ideen kennen, denn in manchen Stellungen funktioniert vielleicht die eine Idee, aber die andere nicht. Manchmal funktionieren eben beide. Und ja, hier funktionieren zwei Ideen. Also die eine Idee hier ist es, Turm B2 zu spielen. Das ergibt schon Sinn. Der Turm verhindert F1 Dame und nach Turm schlägt B2 F1 Dame, hat Schwarz eben die Dame. Aber hier muss man auf Nummer sicher gehen, dass das Dauerschach wird, was im Übrigen nicht automatisch ist. Also versucht da vorsichtig zu sein, in solchen Stellungen nicht einfach anzunehmen, dass das Dauerschach ist, sondern rechnet das aus. Weil Dame und Turm sind sehr, sehr starke Figuren und wenn die ein bisschen besser koordiniert sind als hier, dann können die auch häufig die Schachs blockieren. Hier funktioniert es aber nicht so gut, denn nach A8 Dame kommt Dame F8. Das Problem ist, der König kann im Prinzip nicht nach A7 wegen Dame A3 Schach, was den Turm gewinnen würde. Und nach König B7 folgt Dame F3 Schach und Schwarz wird hier immer den König und die Dame quasi aufspießen, auf einer Diagonale oder Linie oder Reihe angreifen und der König muss dann immer an der Dame dranbleiben und deswegen ist das sofort Dauerschach. Es gibt aber hier noch eine etwas kompliziertere Variante, denn Weiß kann auch hier erstmal Schach geben. Und jetzt König H6, König G6, das ist egal. A8 Dame ist wieder sehr leicht, denn hier hat man auch das gleiche Dauerschach, also König A7, der König muss an der Dame bleiben und Dame A3, das ist sofort Dauerschach, das ist nicht so spannend, aber Weiß kann nochmal Schach geben. Und nach König H5, A8 Dame, hier ist das Dauerschach schon gar nicht mehr so offensichtlich. Und genau deshalb ist es auch wichtig, dass man das ganz gut ausrechnet vorher. Aber auch hier funktioniert es nach Dame F8, König A7, Dame A3 und zum Beispiel Turm A6, hier ist es vor allem wichtig, dass man auf der Diagonale Schachs gibt, sodass die Dame nicht blockieren kann. Und dann ist das auch hier Dauerschach. Man muss aber vorsichtig sein, wo man die Schachs gibt. Das heißt, Turm B2 würde funktionieren. Und die andere Idee, die auch sehr, sehr logisch ist, ist es jetzt langsam mal den König hinterher zu holen. Das kann man übrigens über alle Felder machen, also F6, G6, H6. Das Ziel ist sowieso am Ende H4. Und wie wir wissen, die Geometrie auf dem Schachbrett funktioniert ein bisschen anders als im echten Leben. Und der Weg über F6 nach H4 ist genauso lang wie die anderen beiden Wege. Also sagen wir König G6. Und ja, was kann Weiß hier tun? Im Prinzip nur A8 Dame, also man kann auch Turm F1 spielen, aber nach König G5 wird das einfach das gleiche. Deshalb A8 Dame, schlägt, schlägt und König G5. Okay, Weiß muss früher oder später Turm F1 spielen, weil man kann ja nicht einfach den König nach G2 laufen lassen. Deshalb lieber sofort König H4 und Turm F2. Und hier nach König H3 ist es sehr wichtig, dass der weiße König wirklich unglaublich weit weg steht. Und ja, Schwarz möchte einfach H5, H4 spielen. Und das, also hier ist Schwarz schnell genug. Das kann man sogar ganz gut abschätzen, weil der König einfach zu weit weg steht und der schwarze König schon ganz gut steht. Genau, also König G6 wäre auch Remis und das ist wirklich sehr, sehr typisch, dass man dann einfach mit König und Bauern vorläuft.
Schwarz hat sich hier aber gedacht, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, und zwar F1 Dame. Die Idee war, dass nach Turm schlägt F1 Turm B2. Wenn der König jetzt zur Seite läuft, dann kann man einfach den Turm, den Bauern angreifen. Und dann möchte Schwarz einfach immer Schach geben. Stattdessen folgte aber König A8. Und ich glaube jetzt nicht, dass Schwarz diesen Zug übersehen hat, sondern ich denke, dass Schwarz diese Stellung als Remis eingeschätzt hat. Aber auch hier kommt ein bisschen theoretisches Wissen wieder ganz praktisch daher. Denn wenn wir diese Stellung ohne die beiden H-Bauern betrachten, dann können wir vielleicht wissen, dass das gewonnen ist für Weiß. Ich gehe zumindest davon aus, dass Naja das auf jeden Fall wusste, denn ja, als GM mit 2650 oder was er hat, sollte man das wissen. Und ja, der Punkt ist, diese Stellung ohne H-Bauern sind gewonnen, wenn der König auf der F-Linie oder weiter abgeschnitten ist. Das heißt, das ist gewonnen. Was ist jetzt der Plan? Naja, man muss irgendwie den König befreien. Das heißt, dieser Turm, der muss nach B7 oder nach B8, um den schwarzen Turm zu vertreiben und dann den König zu befreien. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, so macht es einen Unterschied, dass die beiden H-Bauern auf dem Brett sind? Das könnte es, aber ja, das würde dann wahrscheinlich wieder in die Kategorie fallen, muss man ausrechnen. Es tut es nicht, weil die Bauern sind noch zu weit hinten. Wir schauen mal, was könnte Schwarz ziehen? Also logisch wäre ja eigentlich König G6, das haben wir im Prinzip so ähnlich gesehen. Also Schwarz versucht zum H-Bauern zu laufen, den abzuholen und ist dann bereit, den Turm gegen den Bauern zu geben. Aber nach Turm F8, König H5 hat man das Problem, dass Turm B8 sofort kommt. Und nach Turm A2, König B7 droht eben A8 Dame. Und zum Beispiel nach König H4 hat Weiß hier auch noch den Zug Turm H8. Das macht es recht einfach, denn Weiß möchte diesen Bauern wegnehmen und also Schwarz kann H5 spielen, aber hier nach A8 Dame schlägt, König schlägt, kann man eben nicht mehr den H3 nehmen, weil der H5 fängt. Und wenn man den H3 nicht nehmen kann, hat man kein Gegenspiel. Das heißt, König G6 verliert im Prinzip sofort, weil das den Turm auf die 8. Reihe lässt. Schwarz hat stattdessen Turm B3 gespielt und möchte jetzt eben den H3 wegnehmen und dann den Turm gegen den A-Bauern geben. Aber das Problem ist, dass Weiß auch hier recht schnell ist. Weiß spielt Turm C1. Und ja, hier können wir jetzt sehen, dass das Hauptproblem ist, dass Schwarz hier ein bisschen langsam ist. Also Schwarz hat hier Zeit verloren. Ja, der H-Bauer steht noch auf H7 und der König auf G7. Also schauen wir vielleicht kurz, Turm schlägt H3 an. Hier könnte jetzt Turm C7 Schach folgen, König G6 und König B8. So, was soll Schwarz tun? Es bleibt eigentlich nur Turm A3, Turm B3 kann man machen, aber der Punkt ist, dass nach Turm B7, das macht keinen großen Unterschied. Turm A3, A8 Dame schlägt, schlägt und hier wieder, ganz wichtig, theoretische Stellung. Nach H5 folgt Turm B5, der König ist auf der 5. Reihe abgeschnitten und deshalb verliert das. Leider kann auch der König nicht sofort loslaufen, denn der Bauer auf H7 hängt. Und deshalb ist die Stellung gewonnen. Deshalb entschied sich Schwarz jetzt hier für König G6, aber Weiß setzt einfach den Plan fort. Turm C7, der Turm möchte nach B7. H5, Turm B7, Turm schlägt H3. Und ja, hier fand Weiß eine gute Idee. Man könnte hier auch Turm B5 spielen, aber Turm B6 ist noch ein bisschen genauer. Die Idee ist, dass nach Turm B6 König G5, König B7, Turm A3 Weiß jetzt natürlich nicht A8 Dame spielt, sondern Turm A6. Und das blockiert den Angriff des Turms auf den Bauern und hier hat Weiß am Ende dann eben eine ganze Dame und nicht nur einen Turm. Und mit Dame gegen Bauer ist es noch ein bisschen leichter als mit Turm gegen Bauer, insbesondere wenn der Bauer so weit hinten steht. Ja, also was sollten wir aus dieser Partie mitnehmen? Erstmal, wenn wir einen Bauern weniger haben im Turmendspiel, grundsätzlich, wir sollten es anstreben, Bauern zu tauschen und natürlich unsere Figuren so aktiv wie möglich zu stellen. Das ist grundsätzlich eine gute Geschichte. Nicht nur, wenn man was weniger hat oder wenn man schlechter steht, sondern allgemein. Figuren so aktiv wie möglich stellen ist immer gut. Aber ja, in diesem Endspiel ist es wichtig, Bauern zu tauschen. Turm hinter den Freibauern war eine gute Sache und dann die weißen Pläne verhindern. Grundsätzlich in solchen Stellungen mit Bauern an einem Flügel und einem Freibauern am anderen ist der Plan, immer mit dem König zum Freibauern zu laufen. Und das muss man irgendwie vereiteln oder zumindest ein bisschen unattraktiv machen. Das hat Schwarz eigentlich in dieser Partie gut gemacht. Und erst kurz vorm Remis ist er irgendwie zusammengebrochen und ja, hat eben eine Verteidigung gewählt, die am Ende nicht funktioniert hat.
Wir haben aber gesehen, dass mit dem Vormarsch des F-Bauern, wenn der durch den König unterstützt worden wäre, die Stellung tatsächlich Remis geendet wäre. Und ja, genauso muss man Turmendspiele verteidigen, nur natürlich am besten noch dann den letzten kritischen Moment überstehen. Ja, ich hoffe, dass euch das ein bisschen weitergeholfen hat. Ich hoffe, dass ihr das auch in euren Partien anwenden könnt. Das nächste Turmendspiel kommt bestimmt. Also das kommt auf jeden Fall bei jedem. Und leider steht man dann auch gelegentlich natürlich mal schlechter, hat irgendwie einen Bauern weniger und muss das verteidigen. Das erfordert natürlich auch ein bisschen Übung, aber wenn man ein paar Prinzipien kennt, dann hilft das auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr weitere Wünsche habt für irgendwelche Endspielthemen, es kann natürlich auch ein bisschen praktischer sein, so wie hier, dann lasst es mich gern wissen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!